So, heute machen wir mal ein kleines Video über Pfoten, über Fürsuchtpfoten, genau. Und zwar dachte ich mir, es ist vielleicht ganz interessant, was ich mal zeigen kann, was man so machen kann, weil ich habe hier die Pfoten von Kamiro gerade beim Wickel und die muss ich machen. Das ist ganz besonders, denn Kami ist Drummer. Sprich, er möchte mit im Fürsuchtpfoten Drums spielen. Hatte sich genau den richtigen ausgesucht, weil ich habe das auch schon gemacht und bin da auf dieselben Probleme gestoßen, die ich jetzt eigentlich lösen muss. Und dann gucken wir uns erstmal an. Hier haben wir eine Standardpfote, in dem Fall die von Arsi, die war hier gerade zu einer Reparatur. Und hier nebenan haben wir die Pfoten von meinem Känguru. Ja. Und so ähnlich wie die von dem Känguru werden wir die von Kamiro auch machen. Jetzt gucken wir uns die mal an. Ich fange mal hier an. Sieht erstmal richtig schäbig aus. Ist es auch. Weil ich hatte hier Kunstleder verbaut und das hat sich komplett aufgelöst. Deswegen bin ich auch mittlerweile weg vom Kunstleder. Aber das hat mir natürlich die Möglichkeit gegeben, hier mal zu schauen, was kann man machen, um den Grip von den Dingern zu erhöhen. Ne? Dann habe ich hier in diese alten Pfoten mal ein paar Löcher reingeschnitten. Denn wenn ich jetzt hier mal so einen Drumstick nehme, Moment, so, wenn ich jetzt hier so einen Drumstick nehme und den mit der Pfote halte, das geht zwar und ich kann damit auch drummen, aber der rutscht. Der rutscht wie verrückt. Ja. Also vor allem rutscht er mit jedem Mal, wo ich das Drum treffe, ein Stück weiter nach vorne. Das Problem gilt es zu lösen. Nun könnte man hier natürlich die Pfote mit Klett, also hier irgendeine Oberfläche reinmachen, die nicht klettet und Klett an den Drumstick ranmachen. Ist aber auch irgendwie Unsinn. Deswegen dachte ich mir, wir machen das so wie hier. Wir schneiden da ein paar Löcher rein. Und da hat man auch direkten Kontakt, hat ein bisschen besseren Grip. Und wenn man sich jetzt das mal anguckt, Moment, ich ziehe die mal aus. Ja. Wenn man sich mal anguckt, wieso der Drumstick gehalten wird, üblicherweise so, dann hat man sowieso nicht mit allen Punkten der Hand gleichzeitig Kontakt damit. Das heißt, es reicht im Prinzip, wenn hier, hier, hier und am Daumen und dann so ein paar Stellen im Handballen Kontakt herrscht mit dem Drumstick. Und dann hat man den fest genug in der Hand. Also ich meine, ich kann es jetzt hier ein bisschen auf dem Video schlecht zeigen, wie ich ziehe, aber ihr seht, was ich meine. Der rutscht nicht weg. Wie es aussieht, wenn der schlechten Kontakt hat, kann ich euch auch mal einblenden. Ich habe nämlich auf der East ein bisschen gedrummt im Suit. Und ja, da rutschen die Drumsticks halt weg. Man muss ständig nachkorrigieren. Das macht keinen Spaß. So, dann haben wir hier, das ist quasi das Schnittmuster, was entstanden ist von dem hier. Die kann ich mal weglegen, hoch, wieder in die Kamera reinkommen. So, haben wir hier quasi das Schnittmuster. Sieht ein bisschen seltsam aus, ne? Üblicherweise macht man ja die Schnittmuster so wie hier, für eine Pfote. Ja, man legt die Hand hin und dann hat man so dieses typische Pfotenschnittmuster. Warum ist das hier so seltsam? Das ist ganz einfach durch die Standardposition der Hand bedingt. Wenn ich das so halte, dann sieht das Schnittmuster halt so aus, ne? Weil dieser Daumen sich hier so rumlegt in dem Moment. Ich kann es auch mal demonstrieren. Ich habe hier schon einen fertig gemacht. Hier habe ich mal nochmal meinen eigenen Handschuh. Der wird auch noch überarbeitet, aber soweit bin ich noch nicht. Das kommt nach Kami. Ich wollte bloß erst mal sehen, ob dieses Konzept, was ich mir ausgedacht habe, sinnvoll ist, ne? So, jetzt haben wir hier ganz viele Punkte, an denen ich Kontakt haben kann. Hier sieht es natürlich erstmal doof aus, macht aber sofort einen Sinn, sobald man greift. Ne? Also wenn ich jetzt hier meine Standardposition habe, dann habe ich hier die Stellen, wo ich Kontakt habe. Das sieht man jetzt auf der Kamera vielleicht ein bisschen schlecht. Aber wie ihr seht, also für die Haltung ist dieses Schnittmuster sinnvoll.
Das kann man auch halten wie ein Dachdecker, ob nur das Schnittmuster, ob das Schnittmuster, Moment, ob das Schnittmuster jetzt so, so oder so aussieht, ist eigentlich egal. Das ist ein unterschiedliche Schnittmuster für unterschiedliche Anforderungen. So. Und wie gesagt, jetzt haben wir hier die Pfote so mit dem Schnittmuster im Endeffekt. Und das sollte, also es ist zwar noch nicht ganz perfekt, ne, ich kriege den hier noch rausgezogen, wenn ich es drauf anlege. Aber es ist besser als so. Und naja, im Endeffekt wird es jetzt ein kleines Experiment bleiben. Ich mache die Pfoten jetzt für Camiroso fertig. Ich werde selber noch mal ein bisschen rumdrummen und probieren, ob das so geht. Ich persönlich finde es okay. Es ist nicht so die Katastrophe. Ja, aber könnte sein, dass es nicht reicht. Da muss ich die Löcher ja einfach größer machen. Vor allem das hier am Daumen ist vielleicht ein bisschen klein, merke ich gerade. Und ja, am meisten Grip hat man scheinbar hier auch hier so in der Mitte vom Finger. Da müsste man mal gucken. Naja, aber auf jeden Fall besser als die normale Pfote. Ja. Und dann kann er damit drummen. Kleine Randnotiz noch. Ist ein Känguru. Aber nur ist das mit den, Füßen natürlich so eine Sache. Wie willst du denn da das Bassdrum bedienen mit den langen Pfoten? Deswegen hat er hier spezielle Känguru-Füße auch gekriegt, die ein Stück weit kürzer, dafür ein bisschen breiter sind. Ja. Mehr gibt es dazu auch nicht zu erzählen. Nur so ein kleines Update-Video. Und es wird ja scheinbar nie langweilig in meinem Beruf. Also ich habe immer neue Design-Challenges und dadurch, ja, wie gesagt, wird es nie langweilig. Ich halte euch auf dem Laufenden und zeige euch dann das Pferdchen, die fertigen Handschuhe von Camiro. So, Update. Die Pfoten von Camiro sind jetzt fertig. Wie man sieht, so sehen sie aus. Hier mit ein paar Löchern zum Durchgucken, zum Durchgucken, zum Durchgreifen, ne? Für die Drumsticks. Ich habe hier mal einen angezogen. Wie man sieht, habe ich die so ein bisschen so designt, dass sich hier die Finger in den Krallen verstecken, soweit es geht, und man bequem Dinge anfassen kann. Na? Und die sitzen auch fest genug, würde ich sagen. Wie sich das jetzt in der Praxis bewährt, das wird sich zeigen müssen. Aber fürs Erste bin ich erstmal so zufrieden. Ja, wie schon gesagt, in meinem Job wird es nie langweilig und das ist dann hier das Ergebnis davon. Ja, von oben sehen sie ganz gut aus, finde ich. Der Daumen, naja, da könnte man nochmal ran. Bin am Überlegen, ob ich das nochmal ein bisschen umdrehe. Aber ich werde es jetzt erstmal so lassen, weil, wie gesagt, ich habe es ja schon beim Schnittmuster angedeutet, der ist fürs Greifen designt, nicht fürs Handoffen. Fürs Handoffen dreht sich das ja alles logischerweise ein bisschen. Aber fürs Greifen ist er perfekt. Also er möchte ja hier den maximalen Grip dabei haben. Und auch ein bisschen Gefühl in den Fingerspitzen. Und das hat man mit den Handschuhen. Darauf kommt es an. Ja. Beste Kompromiss aus Leistung und Look, würde ich sagen. Für diejenigen, die sich fragen, warum hier ein Knopf dran ist, damit kann man den am Suit befestigen und dann rutscht der Ärmel nicht weg. Ja, so viel dazu. Macht den Suit von Camiro damit eigentlich fertig und ich würde sagen, dann werde ich ihn morgen in die Kiste stecken und ausliefern können. Ja, ich freue mich schon drauf. Ja, und dann kann ich den nächsten angehen, der hier schon rumliegt. Den Kollegen hier. Ich weiß nicht, ob ich dazu was in dem Video sagen werde, aber der ist auf jeden Fall der nächste, der dran ist. Und ja, dann sehen wir weiter. Eine Sache würde ich jetzt gerne auch anhängen. Ich habe nämlich gerade ja die Fotos von dem Suit gemacht, bevor er ausgeliefert wird. Und da ist mir aufgefallen, dass ich den im Video ja gar nicht gezeigt habe. Ne?
Ich habe zwar Fotos davon auf den Social Media Kanälen, aber das guckt natürlich nicht jeder von euch. Daher dachte ich, ich zeige mal das fertige Produkt, wie es hier so rumsteht. Wie wir sehen, haben wir hier ein Känguru. Hier ist der Head, beweglicher Kiefer. Viel gibt es dazu gar nicht zu erzählen. Hier ist eine Lüftung drin. Und so sieht das dann im Inneren aus. Sieht man das auf der Kamera? Ich weiß gar nicht. Naja. Ihr habt es bei den anderen Heads schon gesehen, also beim Oromis-Video sieht man ganz gut, wie die von innen aussehen. So da unterscheidet sich das ja alles gar nicht. Hier haben wir nochmal die Schuhe. Outdoor, wie man sieht, mit Schuhsohle unten drunter. Und dann nehme ich euch nochmal kurz hier. Und gehe ein Stück weg. Und dann sehen wir hier, das ist der Body. Wie man sieht, mit ganz viel Padding. Ich hoffe, das wackelt nicht zu sehr, was ich hier treibe. Ja. Und ich habe mal aus Jux die Pfoten daran gehangen, die werden dann später noch ein bisschen heranrutschen und so, aber ja, ist halt ein Känguru. Ich persönlich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich stelle euch mal kurz wieder ab. Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und freue mich schon, wenn ich dann mal das Ganze im Einsatz sehen kann. Das ist eine Sache, die ich hier nicht nachstelle, und weil ich stecke da auch niemanden rein, außer denjenigen, den es hört. Und ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass das dann irgendwann auf der nächsten Convention oder so mal im Ganzen sichtbar wird. Ja, so viel dazu. Ja, nur damit man hier nochmal den Kontext hat, wie denn der ganze Shoot im Ganzen aussieht. Ich hoffe jedenfalls, dieses kleine Video hat euch gefallen und ihr fandet es interessant. Und dann hoffe ich auch, dass wir euch im Video, also dass wir uns, nicht euch, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ja, danke fürs Zuschauen und habt noch einen schönen Tag.